Bitte? Danke! Oh, du, meine Schuhe drucken mich vielleicht. Ich bin einfach keine hohen Schuhe mehr gewohnt. Laufen sagt ja auch. Sind cool, sagt er nicht. Der schaut doch gar nicht so schlimm aus. Wer? Ja, der Brauchli, der Chef. Der wirkt doch ganz sympathisch. Privat schon, aber im Betrieb. Schatzi, stimmt mein Lippenstift noch? Ja. Ich bin's und mein Bruder. Na, ist das Ihre Frau Gemahlin, Herr Bartelmeier? Ja, das ist meine Frau, Herr Dr. Brauchli. Rosi, das ist mein Chef, der Herr Dr. Brauchli. Grüß Gott. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Herr Frau. Ja, ebenfalls, Herr Dr. Brauchli. Ich hoffe, Sie amüsieren sich gut. Sehr gut, Herr Dr. Brauchli. Ausgezeichnet, Herr Dr. Brauchli. Ach, da muss ich Ihnen rasch einen kleinen entzückenden Witz erzählen. Ja? Wissen Sie, warum Liza Minnelli Niki Lauda nicht heiratet? Nein, Herr Dr. Brauchli, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und Sie, meine Frau? Meint ihr, müsst ihr lügen, Herr Dr. Brauchli? Überlegen Sie doch mal. Überlegen Sie mal, wie Liza Minnelli heißen würde, wenn sie Niki Lauda heiraten würde. Sehr gut, Herr Dr. Brauchli. Ein ganz ein guter Witz ist das. Wahnsinn. Den muss ich mir merken. Ich hab selten so einen guten Witz gehört. Also, dann amüsieren Sie sich weiter gut. He? Ja, danke, Herr Dr. Brauchli. Meinst du, wir haben uns sehr blamiert. Warum denn das? Also wegen dem Witz. Was? Warum? Ich hab den Witz nicht verstanden. Was? Du hast den Witz nicht verstanden? Nicht so laut. Da brauchst du es nicht so durch. Geh weiter, den Witz nicht verstehe, aber dann dermaßen laut lachen. Du bist vielleicht dahinter. Ja, ich kann doch nicht einfach nicht lachen, wenn uns der Chef einen Witz erzählt. Ja, aber gleich so laut und so endlos. Das ist mir gleich unnatürlich vorgekommen, wie laut du gelacht hast. Was hätte ich denn machen sollen? Ja, jetzt ringen wir uns nicht auf. Es war ja wirklich ein depperter Witz. Ich weiß gar nicht, was an dem lustig gewesen sein soll. Hast du den Witz auch nicht verstanden? Nein. Ja, du bist gut. Und warum sagst du dann hundertmal nacheinander, wie gut der Witz war? Ein wahnsinniger Witz, Herr Dr. Brauchli. Den muss ich mir merken, Herr Dr. Brauchli. Herr Dr. Brauchli. Sei stark. Ist doch wahr. Und du? Wie ein Blödi hast gelacht. Zu laut. Ich mag das überhaupt nicht, wenn mir wer einen Witz erzählt und dann will ich, dass ich drüber lach. Warum heiraten dann die Liza Minnelli die Niki Lauda nicht? Das ist doch mir wurscht. Aber mir nicht. Ich will das jetzt wissen. Wie heißt denn die, wenn die den heiratet? Wenn die Liza Minnelli den Lauda heiratet, dann heißt sie Liza Lauda. Was? Liza Lauda? Das klingt aber blöd. Das klingt ja wie Liza Lauda. Liza Lauda. Liza Lauda, sowas blöd. Liza Lauda. Herr Dr. Brauchli. Ganz gut, Herr Dr. Brauchli. Ganz gut. Die muss ich mir merken. Leiser, lauter.